Produktoptimierung mit Trick 17. Angenommen, du bist Unternehmer und willst ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Sagen wir zum Beispiel mit Glühbirnen. Aber die Menschen kaufen nicht unendlich viele Glühbirnen. Trick 17. A. Wenn du dein Produkt schon nicht verbessern kannst, dann mach es einfach schlechter. Sorge dafür, dass deine Glühbirne nicht 5000 Stunden leuchtet, sondern nur 1000. Ein Klassiker unter den Unternehmertricks, die geplante Obsoleszenz. Beim Herstellungsprozess werden in ein Produkt bewusst Schwachstellen eingebaut oder Rohstoffe von schlechter Qualität eingesetzt. Trick 17. B. Entwickle ein neues Produkt, sagen wir eine Kompaktleuchtstofflampe. Nenne sie Energiesparlampe und behaupte, dass sie die Umwelt schont. Aber Achtung, erzähl bloß niemandem, dass deine Lampe giftig ist und krank macht. Trick 17. C. Kauf dir noch eine Studie. Trick 17. D. Als gut vernetzter Lobbyist trägst du dein Fachwissen in die EU-Ausschüsse. Saludos, amigos. So entsteht ein Gesetz, das alle Kunden zwingt, nur noch deine Lampe zu kaufen. Toll.